Wie kann jemand Spuren hinterlassen, der selber nicht dafür sorgen kann? Und da geht es nicht um Berühmtheit und Weltpolitik oder sonst was, sondern einfach in welcher Nuance, in welchem Kleinen bewegt jeder Mensch die Welt von betrunkenen Passanten in der Stadt, der Geröll kriegen wesentlich mehr Leute was mit, als wir jetzt von Menschen, die mit Behinderungen im Maikeller malen. Aus einem Nichts entsteht. Und da hast du ja nichts gehabt und dann plötzlich entsteht da dann so eine Figur oder eine Person und dann hat es mir erst richtig Spaß gemacht. Dann, wo dann die Augen und dann die Nase und dann das Zeug da so hingemacht haben. Also dann, das ist Kunst. Da gibt es keine richtig und kein falsch. Ich wünsche mir oft selber, dass ich so schnell irgendwo innerlich umschalten kann und präsent bin. Und zwar nicht präsent im Kopf, sondern präsent im Treiben lassen oder auch im Gefühl. Und so mit dem ersten Pinselstrich sozusagen sich die Farbe im Gesicht ändert. Das ist total schön. Ja. Ich denke, dass Menschen mit Behinderung schon oft auch Fremdbestimmung erleben und ich glaube, dass die hier ziemlich rausfällt. Also es ist dann unterstützen, beraten, helfen oder stellvertretend, aber es ist nicht so die Vorgabe. Es ist ein relativ freier Raum, Kreativität. Also wir malen ja nicht nur mehr. Manche kommen und fädeln, Glitzerperlen oder wollen ein Buch anschauen. Also seit ich den Viktor kenne, demontiert der innerhalb von Minuten irgendwelche Matchbox-Autos. Er ist Handwerker, er ist Mechaniker. Also ich würde sagen, er wäre eigentlich Tuner oder sowas. Einen Auftrag, den bringe ich ja dann, also ich bringe Materialien, ich bringe eine Idee und überlege mir auch, wer kann da was, wenn wir unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten haben, sehe das in der anfänglichen Anstrengung, Schwelle, die vor der Aufgabe steht, die ich da bringe, Anspannung steht und die im Machen dann einfach auch, also rein sichtbar in der Physiognomie her, verschwindet, relativ schnell verschwindet, abfällt, in Freude umschlägt, in sich hineingeben umschlägt. Also das ist ein Aspekt, den ich ganz oft sehe, also fast ausschließlich. I've tried that, but it's not where I want to be. Ich bin nicht nur Rollstuhl oder nicht nur jemand, der Begleitung braucht in der Straßenbahn, sondern mit der entsprechenden Begleitung habe ich noch ganz andere Sachen drauf. Also ich finde, für die Lebenssituation, wo sie sind, sind unsere Leute wahnsinnig gut drauf. Also ich wäre es oft nicht, glaube ich. Ich versuche auch, jedes Detail irgendwie herauszuzeichnen. Und ich bin auch sehr, was meine Zeichnungen angeht, sehr kritisch. Wenn es mir nicht gefällt, benutze ich es nicht. Denke ich, wenn da jetzt kein Mittler da ist, der sagt, okay, das machen wir, dann
wird Kunst von Menschen mit Behinderung, speziell dann auch die, die in Wohnheimen leben, nicht gesehen. Gibt es da keine Spuren? Also nach außen würden die Sachen nicht sichtbar werden. Begegnen und Vertrauen kann man entdecken und Barrieren abbauen. Eine Chance für alle Menschen, sich mit Menschen mit Behinderung zu treffen und die Besonderheit auch zu sehen. Ja, wer Lust hat auf Kunst, den kann ich es nur empfehlen. Genau.